Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und heute mache ich mal ein Begrüßungsvideo. Und zwar begrüße ich Jastin90, meinen neuesten Abonnenten. Willkommen auf diesem Kanal und ich freue mich, ein neues Mitglied hier begrüßen zu können. 90 steht vielleicht für 90 Jahre. Ich kenne keinen YouTuber, der 90 ist. 90 steht vielleicht für 1990, vielleicht das Geburtsdatum. Dann wäre der 40, denn der Justin. Könnte sein. Oder vielleicht auch nur ist Justin vielleicht 909 und dann ist der Finger abgerutscht auf die 0 und dann kommt der 90 raus. Passiert mir auch schon mal sowas. Ja, wie dem auch sei, ich freue mich, ein neues Mitglied zu haben und ich könnte zu meinem Kanal vielleicht etwas erzählen. Also, ich bin auch noch nicht so lange dabei. Ich mache also aktiv YouTube erst seit 2018, seit März 18 und seit dieser Zeit habe ich ungefähr 3600 Videos gemacht. Mein Ziel war, von Anfang an möglichst viele Videos zu machen, weil die Idee war, wenn man viele Videos macht, macht man viele Erfahrungen und man kann viele Routinen einüben und so. Und ja, das war also der Sinn. Und das Ziel war, dass ich 2000 Videos im Jahr mache. Und das heißt also, bei 2000 Videos im Jahr muss ich also im Quartal, also alle 3 Monate, brauche ich 500 Videos. Das sind dann im Quartal 2000. Das sind dann im Monat 170 Videos und das sind pro Tag ungefähr 5, 6 Videos. Ja, das ist mir einigermaßen bisher gelungen. In diesem Monat liege ich bei. Die ich bei, wo bin ich, bei 130, 133 glaube ich. Und ich habe noch ein paar Tage und ich werde aber auf meine 170 kommen diesen Monat. Ja, das war also das Ziel, möglichst viele Videos zu machen. Und natürlich kann man dann keine tollen, guten, großartigen Videos machen. Weil am Anfang ist man ja neu und da muss man erstmal alles lernen und einüben und probieren und so. Und dann macht man also viele Videos und macht dann viele Erfahrungen. Und das hat bisher auch geklappt. Ich habe mich dadurch verbessert. Man sieht dann seine Videos an, dann sieht dann, dass die auch nicht so großartig sind. Mal ist der Ton schlecht, mal ist das Bild schlecht und so. Mit der Zeit kauft man dann vielleicht auch eine andere Kamera, ein anderes Mikrofon und so. Und dann probiert man dies aus und jenes und so. Ja, und mit der Zeit werden dann die Videos tatsächlich besser. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Ja, 2000 Videos heißt auch, dass ich jetzt verschiedene Videos mache. Ich nehme also mit verschiedenen Sachen auf. Man kann ja nur mit dem Handy aufnehmen. Man kann ja mit so einem Screenreader, mit so einem kostenlosen, mit so einem Camcorder aufnehmen. Man kann mit einer Webkamera aufnehmen. Ich habe auch eine Webkamera. Ich nehme also damit auf, mit einer Webkamera. Ich nehme auf über so einen Camcorder. Ich habe so einen billigen China-Camcorder. Der macht gute Bilder. Damit mache ich meistens meine Sesselvideos. Dann habe ich noch so eine Action-Kamera. Die war auch nicht so teuer. Auch aus China. Die kam so auch so um die 100. Damit mache ich meine Müsli-Videos und dann mache ich noch Tablet-Videos. Das hier ist zum Beispiel gerade hier ein Tablet-Video. Und auf diese Weise versuche ich also YouTube über verschiedene Kanäle zu adressieren und das auszuprobieren, wie das geht. Ja. Also an Videos gibt es hier vor allen Dingen Essensvideos. Hier gibt es so Sesselvideos, wo ich so laber und laber und laber, bis den Leuten das Ohr abfällt. Oder ich kaue den Leuten das Ohr ab, aber es braucht ja keiner zuzuhören.
Manchmal ist es interessant, manchmal nicht. Und ja, die Qualität ist auch sehr unterschiedlich, weil man ist ja nicht mehr der Jüngste und manchmal ist man gut drauf, manchmal nicht, manchmal kommt dies und das dazwischen und dann hat man jene und diese Beschwerden und das ist, schlägt sich dann in dem Video sofort nieder. Ja, also Essensvideos gibt es, dann gibt es Bewegungsvideos, also über Ergometer und Laufbahntraining. Das mache ich eher zur eigenen Kontrolle. Das mache ich jetzt nicht dazu, dass andere das toll und großartig finden, sondern das ist eine Selbstkontrolle, dass ich das täglich in der Bewegungseinheit realisiert habe für mich. Ja, und dann gibt es natürlich die Sesselworte. Dann gibt es Tablet-Videos, da mache ich meistens zwei Spielchen. Ich liebe Sudoku und ich liebe dieses Wortspiel. Und ja, andere Spiele probiere ich auch schon mal aus, aber ich bin kein großer Spielertyp. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, ich freue mich, dass ich jetzt Jassi90 als neuen Abonnenten gewonnen habe und wünsche dir weiterhin alles Gute. Und wenn du Fragen hast, frag. Und so, du hast Kredit. Also, du darfst halt schon mal einen Fehler machen und so. Ich bin dann nicht so pingelig. Und wenn du Fragen hast, dann fragst du. Und wenn du was wissen möchtest, dann fragst du danach. Okay? Gut, Justin, 90, ich wünsche dir einen schönen Tag und das war's für heute. Okay, tschüss.